Wie du Statistiken von Home Assistant-Entitäten berichtigen kannst, das zeige ich dir heute. Hi, mein Name ist Simon von Simon42 und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Und heute geht es darum, wie wir im Home Assistant Energiedashboard Statistiken wieder bereinigen können. Halt, stopp, bevor du wegschaltest. Nein, das ist nicht nur fürs Energiedashboard relevant, das gilt generell auch für alle Entitäten. Das heißt also, so können wir quasi die Statistikdaten von Home Assistant verändern, wenn wir das eben müssen. Denn gerade wenn man zum Beispiel einen Zähler hat, den man mit dem HichiIR-Lesekopf ausliest, kann es eben passieren, dass der Lesekopf mal falsche Werte vom Zähler bekommt, was dann eben zur Folge hat, dass dein Home Assistant Energiedashboard irgendwie so oder so ähnlich aussieht. Da das Ganze nicht wirklich schön ist, schauen wir uns jetzt an, wie man das Ganze berichtigen kann. Wie gesagt, wir machen das hier am Beispiel vom Energiedashboard, weil man es da eben auch wirklich sehr gut sieht. Das gilt aber tatsächlich für alle Entitäten. Die kann man so, oder genauer gesagt eben die Statistiken der Entitäten, korrigieren, wenn es da eben mal falsche Messwerte gab. Okay, ich zeige dir jetzt erst nochmal, was ich meine. Hier unter Energie können wir jetzt einmal gucken beim Monat, wo quasi diese Ausreißer in den Daten sind. Da sieht man zum Beispiel jetzt hier im Monat Oktober. Da wurden also 55.000 Kilowattstunden verbraucht, halte ich für relativ unrealistisch. Und deswegen sieht man eben auch die anderen Bereiche des Energiedashboards gar nicht mehr, sondern nur so als ganz kleine Balken. Jetzt gucken wir mal hier in den Entwicklerwerkzeugen. Da gibt es nämlich den Bereich Statistik. Und hier suchen wir uns jetzt den entsprechenden Stromzähler raus, der eben Energiedashboard hinterlegt ist. Das ist in dem Fall hier Stromzähler, erst und zweites OG Verbrauch sowie auch Erzeugung. Wir schauen aber erstmal nur den Verbrauch an. Rechts können wir die Statistiken bearbeiten. Jetzt müssen wir eben den richtigen Tag auswählen. Das war eben hier im Oktober und zwar war das der 19. Oktober. Und jetzt müssen wir hier einfach von den Uhrzeiten her durchgucken, wo eben dieser Ausreißer ist. Man sieht hier schon, das sieht alles soweit plausibel aus. Gucken wir mal hier bei einer anderen Uhrzeit und das schauen wir jetzt eben einfach dementsprechend durch, bis wir den Ausreißer gefunden haben. Hier sieht man übrigens, dass es alles stundenbasiert. Und jetzt sehen wir eben hier schon, dass wir hier bei 21 Uhr einen Ausreißer gefunden haben, der eben relativ gut rankommt an die 55.000 Kilowattstunden. Jetzt müssen wir eben gucken, was wäre plausibel. Ich würde sagen 0,5, irgendwie sowas vielleicht in der Richtung, hätte ich jetzt hier gesagt. Und dann sagen wir einfach Adjust und dadurch ist der Wert jetzt schon wieder korrigiert. Selbiges müssen wir jetzt in dem Fall natürlich auch für die Erzeugung tun. Das wurde vermutlich auch beides zur selben Uhrzeit falsch gelesen, weil das eben über denselben Zähler läuft und da vermutlich einfach einmal ein falscher Wert rüberkam, sowohl für die Erzeugung als auch für den Verbrauch. Also gehen wir direkt auf 21 Uhr und wir sehen schon, da ist der falsche Wert. Korrigieren wir hier jetzt in dem Fall auf 0, da es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass wir um 9 noch Solarenergie produziert haben, dann sagen wir hier Adjust und jetzt ist das soweit sogar schon korrigiert. Das war es tatsächlich. Wenn wir jetzt hier mit Energiedashboard einfach einmal neu laden, dann sehen wir, dass dieser Fehler jetzt hier im Monat Oktober dann eben hoffentlich auch korrigiert ist und nun sehen wir auch wieder die korrekten Daten hier in der Ansicht. Perfekt. Ziemlich einfach, oder? Das war es im Wesentlichen auch schon. Das heißt also, du suchst dir dann eben aus deinem Energiedashboard oder eben aus der Historie der Entität natürlich die verschiedenen Datenpunkte raus, die nicht passen und kannst die eben so einfach korrigieren. Im Wesentlichen ist das aber halt nur fürs Energiedashboard relevant. Das ist natürlich ganz klar an der Sache. Kommen wir mal zur zweiten Möglichkeit, was dir passieren könnte. Und zwar ist das tatsächlich mir auch passiert. Ich versuche dich da mal ganz kurz durchzuführen. Und zwar geht es mir um Folgendes. Hier auf meinem Energiedashboard sehen wir jetzt, dass hier mein Energieverbrauch ganz normal angezeigt wird, eben zusammen hier mit meiner Balkonsolaranlage. Übrigens verwende ich, wie schon gesagt, zum Auslesen meines Stromzählers einen HichiIR-Lesekopf. Sprich, das Ganze läuft also komplett lokal, ohne Cloud oder sonst irgendwas. Wenn dich das interessiert, schau mal hier oben vorbei. Und wenn du so ein Video in Zukunft nicht verpassen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier kommen noch ein paar mehr Videos zum Thema Home Assistant. Und weiter geht's. Okay, zurück zum Thema. Ich habe diesen Lesekopf aber ausgetauscht. Ich hatte vorher den PowerFox. Ich bin damit relativ unzufrieden, muss ich sagen, weil das Ganze eine ziemlich starke Verzögerung hat und die API immer wieder mal nicht reagiert und so weiter. Und das ist auch über ein halbes Jahr hinweg nicht besser geworden. Deswegen auch der Wechsel hin zum Lesekopf. Aber sei es wie es sei. Natürlich habe ich dann diesen Lesekopf hier hinterlegt und habe dann Folgendes festgestellt. Ich habe dann eben im Energiedashboard den alten Sensor rausgelöscht, was zur Folge hat, dass ich, bevor ich diesen Lesekopf eingesetzt habe, das Problem habe hier im Energiedashboard, dass die Werte einfach nicht mehr da sind. Also hier Mai, April und so weiter sieht man jetzt nur noch meine Balkonsolaranlage, weil die ja woanders drin gespeichert ist, aber ich sehe nicht mehr, welchen Strom ich verbraucht habe. Das ist natürlich relativ schlecht. Falls dir sowas auch passiert, also falls du Entitäten aus dem Energiedashboard rausgelöscht hast, die du noch brauchst, so generell als Tipp kann man sich natürlich auch mitnehmen, die Entitäten da einfach nicht rauszulöschen, ganz klar. Aber wenn dir das passiert ist, keine Sorge. Auch wenn jetzt hier beispielsweise
beziehungsweise in deinen Entwicklerwerkzeugen bei den Zuständen diese Entität nicht mehr da ist, weil es zum Beispiel ein Template war. Das hieß in meinem Fall Sensor.StromEG und das ist eben nicht mehr da. Das ist das Problem. Also die beiden Entitäten hier, die haben auch nichts damit zu tun. Der Sensor ist wirklich nicht mehr da in den Entwicklerwerkzeugen. Das macht aber nichts, weil die Statistiken sind nämlich noch gespeichert, da dieser Sensor ja im Energiedashboard hinterlegt war. Und deswegen kann man also auch Sensoren, die aktuell schon vielleicht gar nicht mehr existieren, aber mal im Energiedashboard hinterlegt waren, wieder auswählen. Das Ganze geht eben dann direkt hier bei den Einstellungen unter den Dashboards hier und im Energiedashboard können wir jetzt hier einfach beim Stromnetz sozusagen die alte Entität, die wir vorher genutzt hatten, hier wieder raussuchen. Ich zeige dir das mal, das war in meinem Fall Sensor.StromEG-Bezug. Das war eben nicht in den Entwicklerwerkzeugen, aber die Statistiken haben wir eben noch gespeichert. Dann können wir jetzt hier einfach sagen Speichern und wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf das Energiedashboard, geht übrigens sofort, dann sehen wir jetzt hier auch im April sind meine Stromzählerwerte, also der hellblaue Balken hier oben wieder vorhanden und das hat sich auch soweit aktualisiert. So viel also dazu. Das heißt also, wenn du versehentlich Entitäten aus dem Energiedashboard herausgelöscht hast als Datenquelle, kannst du sie einfach wieder hinzufügen, solltest du diese Daten eben noch brauchen, da das historische Verbrauchsdaten sind von dir oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist aber noch nicht alles. Das dritte Problem, was bei dir vielleicht auftreten könnte, ist ein Lückenproblem. Das können wir natürlich nur so ein bisschen außenrum gemogelt fixen, aber ich versuche dich mal durchzuführen, wie das geht und wir nehmen jetzt mal auch hier das komplizierte Beispiel mit einem Sensor, den es gar nicht mehr gibt. Also, ich habe jetzt hier bei mir den Fall, wenn wir hier gerade mal schauen auf den September, dass ich hier am 25. September keine Daten mehr von dem PowerFox erhalten habe. Warum auch immer, ich weiß bis heute nicht warum. Und dann sehen wir hier also, im Oktober habe ich den HihiIR-Lesekopf installiert, nämlich als ich wieder kurze Zeit hier zu Hause war. Aber sei es wie es sei. Das Wichtige hier an der Stelle ist eben, dass ich habe jetzt hier eine riesengroße Lücke von den Daten. Und die Frage ist ja, wie finde ich jetzt raus, wie zum Beispiel der Zählerstand jetzt hier war, also der Stromzählerstand, und wie war er hier an diesem Datum, also am 19. Oktober, damit ich dann also weiß, wie viel Kilowattstunden muss ich auf die Tage zwischendrin eben aufteilen. Das Problem ist ja aber, dass dieser Sensor hier, also Sensor Strom-EG-Bezug, den gibt es ja nicht mehr. Das heißt also, ich kann mir nicht anzeigen lassen, wie der Zählerstand war am 25. September. Zumindest nicht im Standard. Das zeige ich dir jetzt mal. Dafür musst du Folgendes tun. Wir gehen hier auf die Einstellungen, auf die Add-ons und du lädst dir folgendes Add-on runter. Das gibt es im Add-on Store. Das ist SQL Lite Web. Das funktioniert übrigens nur für die integrierte SQL Lite Datenbank von Home Assistant. Wenn du noch auf der MariaDB bist, würde ich dir dringend empfehlen zu migrieren. Das Video dazu verlinke ich dir hier oben. Wenn du das Add-on dann hier gestartet hast, kannst du hier die Benutzeroberfläche öffnen und so kommen wir hier auf die Home Assistant Datenbank. Wir sind also hier auf der Home Assistant Datenbank und haben hier die verschiedenen Tabellen. Das musst du jetzt nicht alles wissen, ich guide dich hier kurz durch, wie wir jetzt eben die relevanten Datenpunkte finden. Wir brauchen jetzt zum einen mal den Zählerstand, den letzten Zählerstand, den dieser Stromsensor EEG eben gemeldet hat. Das Ganze finden wir wie folgt heraus, da wir ja die Statistikdaten dafür noch haben. Wir müssen jetzt hier erstmal in die Statistics Meta. Hier drin finden wir also alle Entitäten, die Statistiken speichern und können uns die hier auch raussuchen. Das wird gleich wichtig. Wir gehen also hier auf Query und sagen jetzt hier Select Sternchen from Statistics Meta, also zeigt mir alle Felder von der Statistik-Meta-Tabelle an. Und dann fügen wir hier noch eine Where-Bedingung hinzu. Where, also wir suchen eine bestimmte Zeile sozusagen. Where, und dann brauchen wir hier Statistics-ID, da steht der Name der Entität drin. Like, dann können wir eben mit einem im Entitätsnamen enthaltenen Wort suchen. Und dann sagen wir hier zweimal Prozent und jetzt sagen wir hier einfach mal in meinem Fall Strom. Es hieß ja Strom-EG-Bezug. Jetzt sagen wir hier einmal Execute. Und schon sehen wir hier unten, dass Strom-EG-Bezug, das hier ist der richtige, denn der hat eine Kilowattstunden-Unit of Measurement, die brauche ich ja. Der hat die ID 18. Diese ID müssen wir uns jetzt kopieren, denn nun können wir aus der Statistiktabelle heraussuchen, was war der letzte gemeldete Wert der Entität mit der Statistik-ID 18. Ist ein bisschen blöd, aber im Wesentlichen suchen wir uns eben aus der Statistik-Meta die ID raus und fragen dann aus der Statistiktabelle ab, was war der letzte Wert, der von dieser Entität gemeldet wurde.
Und das machen wir jetzt. Wir gehen hier auf das Query, sagen Select Sternchen from Statistics. Die ID können wir uns hier gerade schon mal einfügen. Und wir bauen jetzt die Where-Expression außenrum. Where. Und das ist in dem Fall dann die Meta-ID. Und jetzt brauchen wir hier kein Like, sondern ein ist gleich 18. Dann gehen wir hier mal auf Execute und schauen mal, ob das soweit funktioniert. Und wir sehen hier schon, wir bekommen jetzt die ersten 1000 Zeilen hierfür ausgegeben. Also prinzipiell scheint das schon mal plausibel zu sein, weil wir haben einen Treffer. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie sicherstellen, was ist denn der aktuellste Eintrag, der da eben drin ist. Und das geht in dem Fall relativ einfach, denn im State steht ja bei einer Kilowattstunden-Entität der sozusagen Zählerstand in Kilowattstunden drin. Das heißt also, wenn wir uns jetzt einfach vom State her absteigend sortieren, haben wir den aktuellsten State, also den größten State, sozusagen ganz oben. Und das geht wie folgt. Wir schreiben hinten dran Order by State DESC, also absteigend, und sagen Execute. Jetzt sehen wir hier also, dass wir diesen Eintrag hier haben und das ist sozusagen, wir sehen auch schon hier, er hat offensichtlich irgendwann immer denselben Wert gemeldet, weil der hat sich hier überhaupt nicht mehr verändert. Und das scheint also der Zählerstand gewesen zu sein, jetzt in meinem Fall, von dem Datum, wo ich also die letzten Werte erhalten habe. Sprich also vermutlich hier am 25. September. Wir wissen also jetzt, der Zählerstand war 7220 Kilowattstunden, 385. Das Ganze speichern wir uns jetzt erstmal zwischen in einem Textdokument oder so. Denn nun brauchen wir ja auch den Statistikwert des neuen Lesekopfes, und zwar den ersten, den der Lesekopf gelesen hat. Dafür müssen wir jetzt das ganze Spiel eben wiederholen, nur jetzt in meinem Fall dann eben hier für den neuen Lesekopf, der ja hier am 19. Oktober höchstwahrscheinlich installiert wurde. Das heißt, wir gehen wieder auf die Tabelle Statistics Meta. Die Abfrage hier können wir uns vielleicht zwischendrin rauskopieren. Findest du übrigens beide in der Videobeschreibung, wenn du so als Beispiel haben möchtest. Dann gehen wir jetzt hier wieder auf die Meta-Tabelle, sagen hier einmal Query und suchen jetzt hier nicht Strom, sondern in meinem Fall Hichi. Jetzt sagen wir hier Execute. Und sehen jetzt hier also die verschiedenen Entitäten und jetzt sehen wir hier schon, die Energy Total Entität ist jetzt vermutlich die richtige, da das eben von dem Lesekopf die Kilowattstunden Entität ist. Gut, wir wissen also, die ID ist die 5777. Dann gehen wir wieder auf die Statistiktabelle, sagen hier Query, fügen hier wieder schon mal die 577 ein. Ich kopiere mir hier eben das Statement rein, das habe ich mir ja eben selber wegkopiert. Und dann kann ich hier die ID 18 natürlich gegen die vom Lesekopf austauschen und sage wieder Execute. Hier natürlich jetzt aufpassen, wir müssen jetzt eben andersrum sortieren, also eben absteigend, aufsteigend, ihr wisst schon, dass also der kleinste Wert oben steht, darum geht's. Dann müssen wir hier einmal das Kommando ändern in ASC, vielleicht noch richtig rumschreiben, dann sagen wir Execute. Und sehen jetzt also hier sozusagen den ersten Zählerstand, den mir dieser Lesekopf hier gemeldet hat. Oder genauer gesagt, den kleinsten Zählerstand, den er mir gemeldet hat. Was wahrscheinlich auch der erste war. Macht ja Sinn. Das heißt, wir wissen jetzt Folgendes. Der Zählerstand mit dem alten Lesekopf war 7220 und ein paar zerquetschte. Der aktuelle war dann 7337. Das bedeutet also, das ist eine Differenz von 117, irgendwas. Okay, sehr gut. Dann müssen wir jetzt noch schauen, auf wie viele Tage wir diese Kilowattstunden aufteilen wollen. Wie gesagt, mir reicht es jetzt, wenn wirklich einfach pro Tag dann quasi einmal in der Stunde oder so dieser Wert dann aufaddiert wird, damit eben zumindest die Tagesansicht wieder korrekt ist. Auf die Stundenansicht würde ich da jetzt nicht runtergehen und das nachzubauen ist ja auch irgendwie Schwachsinn, weil wer weiß schon genau, was er an welchem Tag zu welcher Stunde wie viel Energie verbraucht hat. Das ist ja irgendwie lächerlich, dass man das annimmt. Also dass man annimmt, dass man das nachtragen könnte. Das Tracking ist natürlich nicht lächerlich, das macht schon Sinn. Aber jetzt für so einen Fall ist das tendenziell eigentlich unmöglich, sowas nachzubauen. Weil ich es ja wirklich nicht weiß, was ich dort eben für Energie verbraucht habe. Aber sei es, wie es sei. Das heißt, wir zählen jetzt hier nochmal nach, wie viele Tage wir damit eben füllen müssen. 23 Tage sind es. Das heißt also, wenn wir das dann noch mit dazu nehmen zu unserer witzigen Kalkulation hier, dann teilen wir das also durch 23, das sind dann also 5,111 Kilowattstunden pro Tag.
Und die Frage ist ja, wie machen wir das jetzt, dass wir diesen Wert sozusagen nachtragen für diese Tage? Ganz einfach. Genauso wie wir das bei der ersten Möglichkeit gemacht haben, also wo wir die Ausreißer in der Statistik eben korrigiert haben. Wir können ja auch einfach falsche Werte hinzufügen. Das geht natürlich auch. Wir gehen hier wieder auf die Entwicklerwerkzeuge, gehen hier einmal auf die Statistik und sagen dann, alles klar, wir suchen jetzt bei der Statistik Strom EG Bezug. Da das ja die Statistik war, die zwar in der Zeit eigentlich hätte Daten melden müssen, aber keine gemeldet hat. Hier gehen wir jetzt drauf und sagen hier dann bei der Statistik, dass wir nun hier also die verschiedenen Zeiten ändern wollen. Wir gucken jetzt mal einmal hier auf Home Assistant und gehen wieder aus Energiedashboard und schauen nochmal, wann wir starten müssen damit. Und zwar ist das hier am 26. September. Und da fangen wir jetzt auch an. Das heißt also hier 26. September. Dann sagen wir hier okay, ich mache das jetzt mal einfach zum Beispiel um 12 Uhr oder so, ist ja eigentlich relativ egal. Und fügen dann hier eben diesen Wert ein, in dem Fall jetzt hier um 12 Uhr, sagen wir, der neue Wert ist 5, irgendwas und so weiter. Wir machen hier vielleicht noch ein paar Nachkommastellen weg und sagen Adjust. Und das war's dann auch schon. Wenn wir jetzt hier gucken, dann haben wir eben jetzt hier gleich am 26. September, wenn wir einmal neu laden, auch wieder einen Stromverbrauch oben drauf gerechnet. Und hier ist er auch schon. Das gleiche mache ich jetzt eben noch durch für alle die Tage, die jetzt noch kommen nach dem 26. September, die also keinen Wert haben. Und dann sieht mein Energiedashboard wieder super aus. Natürlich funktioniert das Ganze nicht, solltest du jetzt eine Lücke im Energiedashboard haben und es hat sozusagen kein Sensor versucht, in dieser Zeit etwas aufzuzeichnen. Du kannst auch tatsächlich mit dem Statistiktool keine neuen Statistikpunkte sozusagen hinzufügen. Die müssen also schon vorhanden sein, aber es darf eben nur ein Nullwert drinstehen. Also es muss irgendwie ein Datenpunkt vorhanden sein, sagen wir es mal so, den du verändern kannst. Ich hoffe mal, das war verständlich. Es gibt auch noch Möglichkeiten, Statistiken über SQL-Skripte abzuwandeln, zu bearbeiten und so weiter. Das würde aber deutlich zu weit führen und ich kann hier auch niemandem in der Kürze der Zeit komplett SQL beibringen. Das funktioniert einfach nicht. Was ich aber für euch tun kann, ich lasse euch in der Videobeschreibung ein paar Links da zu Home Assistant Community Beiträgen, wo eben Leute sich diese SQL-Skripte gegenseitig geschickt haben. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen. Das war auch schon alles, was es zu wissen gibt zum Thema Statistiken in Home Assistant bereinigen, vor allem eben bezogen auf das Energiedashboard. Wenn dir das Video gefallen hat, drück gerne auf Gefällt mir und abonniere auch meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video zum Thema Home Assistant. Mach's gut!